Die Kunden wollen, dass wir sie verstehen, so wie die Sparkasse mit ihrem Finanzkonzept. Dann sagen wir ihnen doch, dass wir sie verstehen, mit unserem neuen Slogan. Wir verstehen. Ich verstehe. Wir verstehen. Er versteht, wir verstehen. Er versteht, wir verstehen. Verstanden. Sie verstehen, wir verstehen. Ah. Verstehe ich nicht. Was gibt's denn daran nicht zu verstehen? Echtes Verständnis statt 0815. Das Sparkassenfinanzkonzept. Dass du dich bereit erklärt hast. Was will man da sagen? Super gespielt, eigentlich zweite Halbzeit vor allen Dingen. Chancen nicht reingemacht und dann hinten kassiert, ne? Ja, so ist war der Spielverlauf. Ja, wir haben, denke ich, klaren Chancen. Bloß war ähnlich wie im Hinspiel so. Und dann, ja, mache ich den klaren Fehler, dass ich den Ball nicht treffe. Und dann spielen sie es gut aus. Ja, war mein Fehler, ja, klar. Ja, nicht nur deiner, ich glaube, Giuliano ist auch noch weggerutscht. Ja, ich brauche ja, ich habe drei Gedanken. Entweder auf Stefano Meyer spielen, den Ball schlagen oder rüber auf Giuliano spielen. Und ja, die muss ich einen Gedanken wählen und bei dem bleiben und dann den Ball am besten klären. Dann passiert gar nichts, dann geht das Ding 0-0 aus. Aber was machen wir mit der Chancenverwertung? Das ist eigentlich häuft sich in letzter Zeit, ne? Was kann man da machen? Ja, ich sag mal so, gegen Hoffenheim hat man aus relativ wenig Chancen 3 Tore gemacht. Bauner, da hat man Chancen plus. Und es ist nochmal so, dass nicht jede Chance reingeht. Klar hat man heute 1-2 klare Chancen sich herausgespielt auch. Und wenn man die nutzt, gewinnt man das wahrscheinlich hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, so Mannschaften wie Hoffenheim und ich denke auch nächste Woche Ulm, die liegen euch einfach besser. Ja? Ich glaube, Baunatal, auch Mannheim, die Spielweise liegt euch nicht so gut. Es kann schon sein, dass wir gegen Mannschaften, die mehr Fußball mitspielen, dass es uns da einfacher fällt. Aber man hat ja trotzdem Chancen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sicher keine Chancen erarbeitet. Dann waren wir zweimal in den letzten beiden Spielen naiv in der Schlussphase und dann haben wir mindestens 3 Punkte verschenkt. Hat euch die Kulisse irgendwie negativ beeindruckt vielleicht oder gehemmt? Ja, ich denke, die Offenbacher Fans waren ja klar tonangebend hier und dann sollte das ja eher beflügen. Und es war jetzt nicht das erste Spiel, wir haben am Anfang auch vor 7.000, im Schnitt jetzt vor, glaube ich, 6.000 spielen wir. Und da machen jetzt 2.000 oder 3.000 mehr auch nicht zu viel aus. Das ist einfach unser altes Manko, wir müssen einfach die Chancen besser nutzen. Da ist das Spiel wieder mal früher entschieden. Sehr bitter. Fans peitschen uns super nach vorne, zweite Halbzeit, erste Halbzeit ausgeglichen, zweite Halbzeit. Klar Ton angeben, klar spielbestimmend. Haben eine oder andere Chance, wir spielen super Fußball, dann werden getragen und dann kann man Willi jetzt auch keinen Vorwurf machen. Er spielt so eine überragende Saison hin, drin hält den Laden zusammen. Das haben einen Fehler passiert. Ich meine, kann man genauso sagen, wir müssen vorne die Fehler machen. Ist bitter für ihn, bitter für die Mannschaft, aber sehr, sehr bitter, weil wir es absolut nicht verdient haben zu verlieren heute. Das denke ich auch. Hattet ihr vielleicht mehr Druck irgendwie, weil es ein Derby war, weil es 10.000 Leute da waren? Hat euch das gehemmt? Denke ich. Hat man jetzt auch nicht gesehen, hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand gehemmt war. Also ich weiß nicht, wie jetzt der vorne, so bei ihr als Stürmer irgendwie, dass ihr verunsichert wart? Nee, so. Überhaupt nicht. Ich denke, also erste Halbzeit war es Kampfspiel, taktisch geprägt. Zweite Halbzeit haben wir super Fußball gespielt. Da war nicht da, habe ich jetzt keinen gesehen, der verunsichert war. Eher, dass man sich tragen hat lassen. Ich denke, Ulm liegt euch besser, oder? So Mannschaften wie Ulm, Hoffenheim. Also ich sehe es eigentlich positiv für nächste Woche, oder? Wie siehst du es? Ich weiß nicht, ob uns Mannschaften besser liegen. Wenn wir unsere Chancen nutzen und so weiter Fußball spielen, dann sind wir absolut konkurrenzfähig. Und dann hat man heute gesehen, dass wir spielbestimmend waren. Ja, ist echt zum Kotzen. Du machst das ganze Spiel 90 Minuten, bist klar die bessere Mannschaft. Trittst halt nicht so auf, wie du es dir vorgenommen hast, mit Herz, Leidenschaft und Aggressivität. Machst einfach die Dinger vorne rein und jetzt stehst du mit leeren Händen da. Ist einfach nur zum Kotzen. Ne? Das erinnert mich immer an diese alte sogenannte Fußballweisheit, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du hinten einen. Ne? Irgendwie war das sozusagen, das sind einfach die Fußballweisheiten, die treffen wir heute wieder zu. Ich kann gar nichts dazu sagen, jetzt müssen wir erstmal versuchen, das zu verarbeiten und es wieder besser machen. Ja, weil ich würde auch, man kann dem Wilke den Fehler jetzt nicht angreifen. Mein Gott, der spielt so eine gute Saison und es kann mal passieren. Aber vorne müssten wir es halt machen. Ja, wir sind ein Team, wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Da gehören Fehler dazu und ja, leider haben wir im Moment jetzt das Glück und hauen die Dinger vorne rein. Benny macht einen überragenden Schuss aus 20 Metern und er knallt gegen die Latte. Vor 2 Wochen fällt er noch hinten ins Kreuz rein, dann gewinnst du das Ding. Genau. Ist einfach heute wieder viel Pech dazu gekommen. Das Einzige, was man vielleicht noch verbessern könnte, wären die Standards, oder? Wie siehst du das? Ja, man kann an allen arbeiten, natürlich auch an den Standards. Wenn man so viele Standards hat und kein Tor macht, dann läuft es auch nicht so gut und weiter.
War ja letzte Woche schon so. Und diese Woche haben wir halt nicht 1-0 geführt, sondern es stand 0-0. Und kriegen wieder so ein dummes Gegentor, das ist unheimlich ärgerlich. Vor allem für die Fans, weil wir wollten denen heute eigentlich den Derby-Sieg widmen. Und wir sind alle bitter enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Ja, das wäre mal wichtig gewesen, weil mit Derbys klappt irgendwie gar nicht diese Saison, auch als du noch nicht da warst. Lief es auch nicht besser, also wäre schon schön gewesen. Ja, aber gut, wir haben ja noch die Chance. Eine Chance haben wir noch. Eine habt ihr noch, vermasselt sie nicht. Ja, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Da war der Druck vielleicht auch zu groß. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Egal, ob es jetzt ein Derby ist oder nicht, aber das sind nochmal die speziellen Spiele. Da ist man vielleicht da mal 0,1% extra motiviert, keine Ahnung. Aber es ist halt bitter, aber jetzt können wir es leider nicht mehr ändern. Ja. Mir ist aufgefallen, irgendwie mit den Standards, das ist auch nicht so eure Waffe irgendwie, ne? Das könnten wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Weil du bist ein toller Kopfballspieler, aber du kriegst irgendwie den Ball nicht auf den Kopf, ne? Nach der Ecke. Ja, wir versuchen es jetzt schon einzustreuen im Training, aber es klappt halt jetzt noch nicht so ganz in den Spielen, weil man die Spielsituation einfach nicht nachahmen kann, diese Drucksituation mit 10.000 Zuschauern im Rücken. Aber ich denke und bin mir relativ optimistisch, dass wir aus dem Standard dieses Jahr noch mal ein Tor machen werden. Schwer zu sagen, was ich jetzt da noch hinzufügen soll. Findest du, dass sich die Mannschaft über die Winterpause hin weiterentwickelt hat? Das denke ich schon, dass wir uns weiterentwickelt haben. Wir haben ein sehr gutes Spiel gegen Hoffenheim gemacht. Wir haben gegen Baunatal auch über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht und kriegen dann kurz vor Schluss mit dem ersten Torschuss aufs Tor den Ausgleich, was sehr bitter ist vom Ergebnis. Aber spielerisch haben wir nicht so naiv gespielt wie in der Hinrunde gegen Baunatal und auch heute. Erste Halbzeit ausgeglichen, zweite waren wir besser. Uns fehlt das Tor und Waldhof macht das Tor. So bitter und so eiskalt ist Fußball. Aber ich denke, dass wir insgesamt, auch wenn es nach einer Niederlage schwer zu sagen ist, auf dem richtigen Weg sind. Aber heute ist es natürlich brutal bitter für uns alle. Wie weit guckt man jetzt momentan noch nach hinten, nach so zwei Spielen mit? Tja, nach hinten. Also man braucht halt die Tabelle nur mal sich einmal anschauen. Da kann ja alles passieren. Man weiß nicht, wie viele Mannschaften absteigen und so weiter. Da muss man immer nach hinten schauen. Wir müssen sehen, dass wir unsere Punkte schnell holen, dass wir dann frühe Ruhe haben und darum geht es jetzt. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, so blöd es klingt, aber es ist so. Und müssen sehen, dass wir in Ulm jetzt die Kurve kriegen und nach einem Unentschieden und jetzt eine Niederlage wieder 3 Punkte einfahren. Vielleicht aus deiner Sicht nochmal kurz was zur Atmosphäre, Kulisse? Ja, also das ist sehr, sehr schade für diejenigen, die nicht da waren, würde ich sagen. Also es war sensationell, da waren zwischendurch ein Dauersupport von einer Viertelstunde, ist mir fast Ohrwerk geflogen auf der linken Seite. Also das war überragend und ich singe ja immer scheißegal in welcher Liga, aber diese Fans gehören sicherlich nicht in diese Liga. Und umso bitterer ist es dann, dass wir mit dem Einsatz, den wir gegeben haben, gerade jetzt in der zweiten Halbzeit auf das Tor gespielt haben, dass wir uns da nicht belohnen und unsere Fans nicht glücklich machen konnten. Warst du dann überrascht von den Reaktionen, die danach kamen? Ich meine, so Derby wird ja im Vorfeld immer sehr hoch gehängt, aber die Zuschauer haben... Die Leute haben ja auch gesehen, dass es wie im Hinspiel eigentlich wieder sehr, sehr viel zusammengekommen ist. Trotzdem war schon sehr viel Enttäuschung dabei, aber es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie... differenziert die Leute das hier im Stadion sehen und auch trotzdem anerkennen, wie so ein Spiel auch läuft. Dass man nicht nur, okay, verloren, alles scheiße, sondern sich das Spiel auch bewusst anschauen und auch eine Meinung dazu haben. Trotzdem kann ich auch jeden verstehen, der jetzt nicht geklatscht hat. Also da bin ich jetzt kein Böse. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich Stadion Gegnung. Kickers Offenbach gegen SV Waldhof Mannheim, Endstand 0:1. Das Ganze vor 10.162 Zuschauern. Ich darf begrüßen den Trainer des SV Waldhof Mannheim, Kenan Kutschak, und natürlich auch den Trainer des OFC und darf Herrn Kutschak bitten um sein Statement zum heutigen Spiel. Ich muss erstmal nach wie vor tief durchatmen. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel gesehen. Vielleicht mit leichten Vorteilen für den OFC. Da haben wir aber noch ganz gut ausgesehen. Und dann ab der 45. bis zur 60. Da ist der OFC uns schon bitterbös angerannt. Und hat sich ja auch natürlich die eine oder andere Chance auch erspielt, wo wir auch Glück hatten, das müssen wir auch sagen, nicht in den Rückstand geraten zu haben. Dann haben wir reagiert und haben einen offensiven Spieler gebracht, herausgenommen und dazu einen Mittelfeldspieler dazugenommen, um eben halt das Mittelfeldspiel der Offenbacher, die das ja sehr gut machen, zu unterbinden. Und fortan, denke ich, waren wir dann wieder besser im Spiel und konnten das Spiel dann auch wieder einigermaßen ausgeglichener
spielen. Und dann haben wir natürlich Glück. Ja, ich habe gewusst, dass wir die ein oder andere Chance in Konter kriegen können. Und dann haben wir auch die eine Chance von Marc, haben auch uns hervorragend ausgespielt und es auch ausgenutzt. Wir sind glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich sitze heute lieber hier, erzähle, dass wir glücklich gewonnen haben und die 3 Punkte mit nach Mannheim nehmen, wie wenn ich jetzt hier sitzen würde und würde sagen, das war super toll, die Mannschaft tut mir leid, aber wir fahren mit leeren Punkten nach Hause. Deswegen, Glück muss man sich hart erarbeiten. Das hat meine Mannschaft in den letzten Wochen in der Vorbereitung getan und heute wurde sie auch dafür belohnt. Und OFC wünscht natürlich für den Rest der Runde alles Gute. Ich kann jetzt die Mannschaft natürlich von denen auch verstehen. Sie haben wirklich die Niederlage keineswegs verdient und waren eigentlich auch heute die bessere Mannschaft. Das müssen wir auch fairerweise sagen. Dankeschön. Vielen Dank, Rico. Ja, zunächst erstmal Glückwunsch an Mannheim. Das fällt heute schwerer, weil es ja so ein ganz spezielles Spiel ist. Trotzdem, ihr habt das Tor gemacht, das Entscheidende, und habt ihr auch verdient gewonnen. Meine Jungs sind natürlich schon sehr, sehr niedergeschlagen. In der Kabine sitzen sie unten und diskutieren schon und sprechen und besprechen das Spiel. Wenn wir das kurz in die Analyse gehen, in das Spiel, zunächst erstmal ein Riesenkompliment an unsere Fans, an das Stadion, an beide Fanlager. Eine Traumatmosphäre in der Regionalliga, 10.000 Zuschauer, wie dort die Spieler gepusht worden sind, beide Mannschaften, das hat man ja auch in der ersten Halbzeit gerade von bei uns, bei unserer Mannschaft gesehen, dass der eine oder andere hier und dort ein Stück weit übermotiviert war. Unser Spielfluss, den wir so bekanntermaßen gerade zu Hause hatten, den konnten wir nicht so darstellen, weil das die Mannheimer auch geschickt gemacht haben. Waren da in der einen oder anderen Situation noch hektisch im Spiel nach vorne. Trotzdem ein rassiges Spiel in der ersten Halbzeit. Mannheim hat dort immer wieder Nadelstiche setzen können mit dem Bektaji, selbst Aftic oder dem Ismaili, rechte Seite oder Söckler. Da mussten auch unsere Verteidiger immer hellwach sein, dass da keine Fehler passieren. Wir haben uns im Spielaufbau schwer getan, das hat man schon gespürt, auch so eine gewisse Unruhe insgesamt. Trotzdem die eine oder andere Möglichkeit uns da spielen können. Mit dem Wechsel zur Halbzeit oder mit dem Wechsel Markus Müller, Jan Bickel rausgenommen, weil wir ja auch da in der ersten Halbzeit schon 2 frühe gelbe Karten hatten, im Zentrum mit Klaus, mit Jan. Das hat uns schon noch in der einen oder anderen Situation vielleicht dann noch als Spieler ein bisschen gefangen. Den Jan rausgenommen, Markus Müller gebracht, Pinto ein Stück zurückgezogen, den Benjamin. Und da hat man richtig gespürt, ein paar auch taktische Dinge besprochen, wie wir es besser spielen wollen in der zweiten Halbzeit. Und wie die Jungs dann rausgekommen sind und raus und alles rausgeballert haben, das war eine starke Leistung mit sehr, sehr guten Möglichkeiten für uns. Beste Becker zum Beispiel nach der Flanke, glaube ich, von Theo. Dort haben wir uns schon noch das Tor verdient. Wir konnten die Mannheimer immer mehr in die eigene Hälfte drängen, wohl wissend, dass sie eben vorne sehr gute Offensivspieler haben. Und einmal waren wir dort nicht wach genug oder unkonzentriert. Oder der Gegner hat das auch gut gemacht mit der Bektaji. Unsere 2 Jungs, der Marcel Wege und Giovanni Modica, die Mr. Zuverlässig in der Regionalliga, starke Innenverteidiger, passen da einmal nicht richtig auf insgesamt. Und dann haben sie es auch gut ausgespielt. Und dann war es sicherlich ein Anrennen. Meine Mannschaft hat alles gegeben bis zur letzten Minute. Hat versucht, das Spiel nochmal zu drehen. Das ist auch der Respekt vom Publikum, auch gerade auf der Gegengerade, wie dort die Jungs dann auch von den Fans unterstützt worden sind, auch nach dem Spiel. Wir wissen, dass es schon noch wieder eine derbe Niederlage ist. Das tut schon im Herzen weh, auch im Kopf, heute hier als Verlierer vom Platz zu gehen. Danke nochmal an die Fans. Ich hoffe, es ist auch außerhalb des Stadions ruhig geblieben. Also hier war es eine fantastische Atmosphäre. Danke. Vielen Dank. Es besteht die Möglichkeit, jetzt mal Fragen an die beiden Trainer zu richten. Bitte benutzen Sie das Mikrofon. Kenan, vielleicht einmal einen Satz zum Bektaji. Der wurde ja eben auch gelobt, doch relativ Wandel vielleicht in der Pause vollzogen. Konzentriert sich jetzt mehr auf seine Fähigkeiten oder wie sich das
von die Disziplin stimmt jetzt. Ja, man, das wurde auch in der Hinrunde, denke ich, ein bisschen übertrieben, was Bektaschi betrifft. Wir haben mit unserem Sportvorstand Klaus Hafner intensive Gespräche mit ihm geführt. Da wurden wir auch vielleicht teilweise auch kritisiert, warum wir ihn nicht sofort suspendiert haben nach den 3 roten Karten, die er bekommen hat. Aber wir haben uns sozial verhalten gegenüber dem Spieler, haben dem Spieler nochmal eine Chance gegeben damals und haben auch mit ihm alles besprochen. Und ich wusste, dass er Qualität hat und dass wir halt diese Phase, die er durchkommt als junger Spieler, dass wir da auch wieder in die richtige Bahnen kommen. Und jetzt dankt er natürlich mit seinen Leistungen. Aber ich möchte jetzt nicht nur auf Bektaschi rumhacken. Bektaschi kann auch nur funktionieren, wenn die anderen 10 funktionieren. Deswegen ist Bektaschi einer von vielen Spielern in der Mannschaft. Jetzt nur auf ihn sich auszuruhen oder nur ihn zu loben, wäre, glaube ich, nicht fair gegenüber meinen anderen Spielern. Noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich Ihnen noch die Ergebnisse der anderen Spiele durch in der Regionalliga Südwest. Mainz gegen Groß-Asbach 0:0. Kaiserslautern, Zweibrücken 0:0. FC Homburg, HSV Bonnertal 1:1. Hessen-Kassel, Wormatia Worms 1:0. Neckar-Elz gegen TuS Koblenz 0:0. Und Freiburg-Hoffenheim, da stand es vorhin 3:1 für Freiburg. Wir wünschen den Gästen aus Mannheim alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder Freitag in einer Woche, dann gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Dankeschön und schönes Wochenende.